Yeah. Was geht YouTube? Was geht YouTube Live? Instagram? TikTok? Ich bin Lecter und ich habe hier was Kleines vorbereitet. Der Track heißt Live Speed. One Take. Let's go. Ich komme wieder back in meine City mit der Millie, packe Tech in Gepäck, Attack, tackle die Fans. Bänge sie weg mit Rap, breite wie Eminem, bin so wie Tom Brady, denn ich tackle die Fans. Und dann sind sie von dem Rap überzeugt, ja, deine Fans, sie bekennen sich neu. Haben erkannt, dass das Stuff von den Wack ist, die ändern sich, werden mir treu. Ich lade wieder meine metaphorische Garn, komm in den Wahn. Und die Konkurrenten, packe dein Butterfly, kann dir keine Waffe sein, nada nein, bänge dich wie Renji, Aberei, Step in den Party, nein, lässig, ich habe Zeit, ballerblei, komme rein und rappe weiter, weil es keiner besser kann als meine Wenigkeit. Ich habe sogar für den Double Time einen Waffenschein, Gib mir keinen Fick auf deine Meinung, ey, du bist ja wie ein voller Wassertank. Weil du alle meine Flows abbekommst, damit dann diese Menge nicht fasten kannst. Falle wieder mit den Wörtern über Pattermann, ich folge dabei meinem Weg und fange gerade erst an. Lava wieder über deine super vielen Follower, die deine Mucke feiern für den Rap-Fame. Acclaim, alles eine Lüge, so wie Chemtrails. Fick auf dein Mad-Day, jage dein Herz, so wie Cat Bane. Gib mir keinen Fick auf deine Competition, bin der fucking Limitbreaker. Wenn ich bitte, gebe ich deine Bande gerade mal ein paar von meinen Punches und die ficken locker deine Gangmates. Brand safe, ja Mann, ich hol dann die Flucht, bevor ich dir den Rest geb. Steppe wieder weiter vor und ficke dein Debüt, das sind nur unsinnige Demos, so wie Pariser Proteste bei Corona. Bitte, was denn diese Penner wollen, da noch Geld und zocken ihre Leute ab wie Sunnyfair-Toiletten. Und die machen alle mit, ich finde ihre Mucke lahm und meine spannender als epische Anime-Momente. Anime-Momente, epische, epische Anime-Momente, yeah! Lecter 2022, ihr habt's gesehen, streambar auf Spotify. Guckt mal auf YouTube, wenn ihr's noch auf Social Media gesehen habt. Das war's von mir, ich bin raus. Euch noch ein paar schöne Tage. Ciao.